Der Sauerteig ist fertig. Wir sind in der Bäckerei Hackner in Geimersheim bei Ingolstadt. Die Bäcker sind schon seit 4 Stunden bei der Arbeit. Alles läuft nach Plan. Die Schanzerlaibe, eine Spezialität des Hauses, müssen noch eine Zeit lang ruhen, bis sie gebacken werden können. Über 15 Tonnen Mehl werden hier täglich zu mehreren Brotsorten und allerhand Kleingebäck verarbeitet. Bäckermeister Thomas Hackner kann sich auf seine Mitarbeiter verlassen. Die Teigtemperatur stimmt. Den Familienbetrieb gibt es bereits seit 60 Jahren. Seitdem haben die Hackners hier immer wieder investiert. Es ist Zeit für die Baguettes. Etwa 100 Leute beschäftigt die Bäckerei heute in der Produktion. Dazu noch etwa 200 Leute im Verkauf. Zeit für Kuchen und Kleingebäck. Jetzt sind Himbeerschnitten dran. Täglich entstehen hier an die 100 verschiedene Backwaren. Die Sauerteigbrote sind inzwischen genügend aufgegangen. Das ist wichtig, damit die Krume locker und elastisch wird. Zu den Qualitätskriterien eines guten Brotes gehören nicht nur Geschmack und Aussehen, sondern immer auch die Kruste und ihre Struktur. Die Chefs kontrollieren ständig. Ja, ja, das ist schön lustig, schön aufgerissen, so wie wir das haben. Ja, okay. Und nur schauen manche, dass sie ein bisschen gerade aufsetzen, aber sonst schaut es gut aus. Bei den Konditoren sind inzwischen die Quarkbällchen an der Reihe. Ein einfaches Schmalzgebäck. So richtig gut schmecken diese Bällchen nur, solange sie frisch sind. Die Brezen müssen gelaugt werden. Die Zeit eilt. Die Schanzerlaibe kommen das erste Mal aus dem Ofen. Das Brot wird nach der Hälfte von der Backzeit abgestrichen. Damit das Mehl gebunden wird, wächst der guten Aromabildung. Und dann wird es nochmal 60 Minuten gebacken. Wie kriegen Sie denn das hin, dass das Brot immer gleich gut wird? Ja, das ist eine Kunst des Bäckers, würde ich jetzt einmal sagen. Und zwar hängt es mit den Teigführungen zusammen. Das erste Mal, dass der Natursauerteig optimal ist, die Teigtemperaturen stimmen und natürlich auch die Mehlqualitäten in Ordnung sind. Das ist die Voraussetzung, um ein gutes Brot zu backen. Dann hängt noch zusammen die Backzeit. Also man muss, wenn ein enzymatisches Mehl ist, die Brote länger backen, damit sie nicht weich werden. Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo man immer wieder beachten muss. Ganz einfach also. Über 30.000 Semmeln und 20.000 Brezen verlassen hier täglich die Backstube. Nur weil die Kunden die Qualität schätzen, können die alteingesessenen Handwerksbäckereien heute im Konkurrenzkampf bestehen. In Backshops und großen Kaufhausketten sind diese Waren meist viel billiger zu haben. Die Schanzerlaibe sind fertig, einer so schön wie der andere. Doch nur auf Tradition und Altbewährtes will sich das Backhaus Hackner in der Zukunft nicht verlassen. Die Verzehr- und Essgewohnheiten ändern sich. Wir haben einige neue Ideen, die wir umsetzen möchten. Teilweise Ideen, die als Trends bezeichnet werden, das heißt Functional Food. Das bedeutet zum Beispiel Aloe Vera, in Kult-1-Kulturen reinzugehen. Also auch zu achten darauf, dass die Produkte, die wir machen, auch einen gewissen gesundheitlichen Aspekt haben. Also gesundheitliche Vorteil schaffen. Dann ist natürlich so, Snacks ist ein ganz großes Thema. Dieser Außerhausverzehr wird immer stärker. Hier werden wir versuchen, dass wir auch im nächsten Jahr ständig neue Produkte bringen, um einfach dem Kunden was zu bieten und nicht langweilig zu werden. 9 LKWs starten jeden Morgen und beliefern die 33 eigenen Filialen in der Umgebung mit Backwaren, die frischer nicht sein könnten. Keine Filiale ist weiter als 25 Kilometer von der Backstube entfernt. Die besten Kunden sind frühmorgens die Schüler. Man könnte fast den Eindruck haben, dass keiner mehr ein Pausenbrot von zu Hause mitnimmt. Nun hat die Bäckerei eine hohe Auszeichnung vom Landwirtschaftsminister erhalten und gehört jetzt zu den 10 besten Bäckereien Bayerns. Schön, dass es neben Gammelfleisch und Lebensmittelskandalen auch noch so eine Qualität gibt.
Es ist übrigens gar nicht so einfach, vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium einen Staatspreis zu bekommen. Die verschiedenen Brotsorten einer Bäckerei werden 5 Jahre lang getestet. Das heißt, man kann nur bestehen, wenn man kontinuierlich gute Qualität liefert.